Oh nein. Das ist ein diabolisches Domino-Puzzle. Die Steine sind wie eine lange Zündschnur. Da setze ich keinen Fuß rein. Die kleinste Erschütterung setzt die Dominosteine in Bewegung. Ich glaube nicht, dass meine Hände dafür ruhig. Da setze ich keinen Fuß rein. Die kleinste Erschütterung setzt die Dominosteine in Bewegung. Und vielleicht mit der Sense? Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Okay. Ist hier sonst irgendwas, was ich benutzen anschauen kann, etc.? Nee. Keine Panik. Ja. Okay. Wie sieht's bei dem Tor aus? Geht das jetzt endlich mal auf vielleicht? Es ist verschlossen. Aber da oben, da geht's zum oberen Dock. Aber im Moment liegt da nichts vor Anker. Ah, oh. Sieht Mädchen aus, als hätte Domino seine Visitenkarte hinterlassen. Aber wie? Ich habe gesehen, wie es ihn zerrissen hat. Er muss es getan haben, als er das letzte Mal in der Stadt war. Okay. Schauen wir uns ein bisschen um hier. Scheinbar nimmt man es mit der Wartung hier nicht so genau. Okay, da geht's auf jeden Fall nicht drüber. Schauen wir nochmal da unten hin. Bevor wir jetzt weggehen. Da unten war ja auch ein Gebiet. Man weiß ja nie, wo wir jetzt hin müssen, dementsprechend. Erstmal ein bisschen umschauen. Vielleicht finden wir was. Oh. Ich will Toto nicht aufwecken. Ich will Toto nicht aufwecken. Hallo, deine Vermittlung? Mutter, ja, gefällt ich bestimmt. Bin's, Manny. Ich bin gerade in der Stadt und... Wow, immer noch sauer. Hallo. Nein, ich möchte ihn nicht aus seinen Träumen reißen. Ich will Toto nicht aufwecken. Das mache ich nicht auf. Oh, Toto ist völlig fertig. Deiner Mutter gefällt ich möchte ihn nicht aus seinen Träumen. Oh, Toto ist völlig fertig. Okay, hier kann ich anscheinend nichts machen. Wenn ich das richtig sehe. Dann gehen wir mal weiter. Zurück in unser schönes Casino. So. Kopfhörer richtig aufsetzen. Ach ja, Rubakawa. Das war eine komplizierte Stadt. So, es gibt hier im Nachtclub noch alles. Jetzt hat da was verändert. Oh. Es ist leer geworden. Aha. Würde ich ja, aber ich hasse es, Gelatine direkt aus dem Fass zu lutschen. Ach, wieso Zombie denn? 1, 2, 3. Nur auf Eis geben und servieren. Ich will mir keinen Bruch heben. Sind die immer noch nicht gespült? Ich esse nicht von dreckigen Tellern und spülen werde ich sie erst recht nicht. Ohne wie ein Kapitalistenschwein klingen zu wollen. Ich habe Leute, die das für mich machen. Calavera, was machst denn du hier? Hab gehört, dich hätt's in Zapato erwischt, Süßer. Tja, Hector Lemans Versuch ist gescheitert und jetzt bin ich am Zug. Ich bin unterwegs nach El Maro, um ihm das Handwerk zu legen. Manny, dort hat sich einiges verändert. Du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Ich komme besser mit. Gib mir nur eine Sekunde, dann bin ich soweit. Okay, aber wenn du in nächster Zeit eine Explosion hörst, fällt die Fahrt aus. Okay. Die kommt dann wahrscheinlich nach. Nee, ich will zuerst mal da unten mich noch umschauen. Meine Freunde von der Gewerkschaft sind anscheinend auch weg. Die ihre Rechte schon bekommen haben. Kommen und durchgesetzt. Hier ist ja anscheinend nichts, oder? Lola.
Oh, Lola. Geht der jetzt wieder raus? Ja, okay. Zumindest noch eine Errungenschaft freischalten. Wie viel habe ich eigentlich? 39 von 47. Gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Von der Errungenschaft her. Errungenschaften her. Bevor wir mit dem Lift drauf fahren. Ah. Manuel Calavera? Was ist aus der Limbo geworden? Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Velasco. Aber sie ist bei der Perle untergegangen. Aber wir haben ein neues Schiff gefunden, die SS La Mancha, und konnten... Die La Mancha? Mein alter, rostiger Eimer? Wo ist sie? Oh, nun, wir haben sie in Puerto Zapato gegen ein paar Schlittenhunde getauscht. Das reicht. Ich verschwinde aus dieser stinkenden Stadt voller Gauner. Aber... Danke, dass du mein Baby wiedergefunden hast, Manny. Puerto Zapato, ich komme. Stadt voller Gauner? Ja, wieso bloß? Vielleicht sollte ich es für ihn zu Ende bauen. Ich würde es ja trinken, aber dann bleibt mir vermutlich die SS Lumbago im Halse stecken. Ach, da ist so ein Schiffchen drin. Okay. Abgeschlossen. Gut, hier gibt es dann wahrscheinlich nicht mehr viel. Dann gehen wir mal darüber. Dahin. Abgeschlossen. Ach. Ach was. Wo soll ich denn hin? Kann ich mit dem Fläschchen irgendwas machen? Man sollte meinen, dass er nach 2 Jahren wenigstens die Rettungsboote der kleinen SS Lumbago befestigt hätte. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Ich würde es ja trinken, aber dann bleibt mir vermutlich die SS Lumbago im Halse. Keine Panik. Ja. Was mache ich jetzt mit dem Schiffchen? Beziehungsweise was mache ich jetzt allgemein? Was ist das? Buddelschiff, nett? Ja. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Gott sei Dank hat der zumindest seinen Kommentar dazu abgegeben. Wie komme ich da jetzt rüber? Wenn nicht so. Scheinbar nimmt man es mit der Wartung hier nicht so genau. Das ist die Klappbrücke, die diesen Pier mit der Rennbahn verbindet. Hm. Du sollst ja nicht rumlaufen. Das hasse. Kacksteuerung. Es ist verschlossen. Aber da oben ist ohnehin nichts. Da geht's zum oberen Dock. Aber im Moment liegt da nichts vor Anker. Da geht's zum oberen Dock. Aber im Moment liegt da nichts vor Anker. Da geht's zum oberen Dock. Aber im Moment liegt da nichts vor Anker. Okay. Was haben wir noch? Hier haben wir nichts mehr so weit. Also ich habe da irgendwas übersehen, aber ich wüsste jetzt nicht was. Aktuell weiß ich nur da rein. Aber hier passiert ja nicht viel. Würde ich ja, aber ich hasse es, Gelatine direkt aus dem Fass. Nein. Okay, dann nicht. Sind Gelatine? Das hat dem Lumbago-Diorama noch gefehlt. Künstliches Meerwasser. Ich würde es ja trinken, aber dann bleibt mir vermutlich die SS Lumbago im Halse stecken. Und jetzt? Das hat dem Lumbago-Diorama noch gefehlt. Künstliches Meerwasser. So. Das heißt, hier drin ist nichts mehr, oder was? Damit ich das richtig verstehe. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Das
Ist Dreckwasser, ist Dreckgeschirr. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Okay, hier drin scheinen wir soweit fertig zu sein. Fürs Erste. Da kann er wahrscheinlich wieder meine Show das abziehen. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Ja, nicht mit der Flasche natürlich. Ohne Publikum kann ich das nicht. Okay. Ansonsten ist hier ja nichts. Der ist wirklich abgeschlossen. Abgeschlossen. Es engt zumindest das Gebiet, wo wir was machen können, deutlich ein. Da war jetzt sonst auch nichts mehr beim Captain. Wenn ich mich da umschaue, da ist ja eigentlich nur noch das Tor. Abgeschlossen. Das hebe ich nicht auf. Abgeschlossen. Das sieht ziemlich abgeschlossen aus und leer. Dementsprechend gehen wir jetzt nochmal zurück. Vielleicht hat ja jemand eine Idee jetzt. Was ist das? Das ist, Lumbago-Limo. Probier mal. Ein wirklich schmackhafter kleiner Aperitif. Jawohl, Monsieur. Gar nicht so schlecht. Sag, wo du das her hast. Sofort! Aus Olivias Küche. Lumbago! Hatten wir es nicht eilig? Keine Sorge, es wird nicht lange dauern. So, und jetzt? Mein Magen ist auch nicht mehr das, was er mal war. Oh, Glottis. Oh, und jetzt? Was ist das eigentlich für ein Glipper, den die immer in die Fleischdosen packen? Nette Show-Einlage, mein Freund. Du hast nicht zufällig ein Pfefferminz für mich, oder? Ah, und das ist jetzt alles Gelatine oder Gelee. Die Gelatine ist noch nicht fest. Die Dominosteine könnten immer noch umfallen. Da stecke ich meine Hand nun wirklich nicht rein. Es geliert nicht. Es kann nicht gelieren. Es ist nämlich schön warm in meinem Bauch. Ich glaube nicht, dass meine Hände dafür ruhig genug sind. Vielleicht mit der Sensetzt? Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Und was sollen wir damit jetzt tun? Jetzt ganz viel Chili. Lass es gelieren. Hey, ich hab's ausgekippt. Jetzt bist du an der Reihe. Matcha? Idee? Bring dich lieber in Sicherheit, falls es explodiert. Ich werde bis zum bitteren Ende bei euch bleiben. Okay. Dann müssen wir das jetzt irgendwie abkühlen oder was? Aber wie? Geh nochmal hier hin. Da war immerhin ein Kühlschrank. Beste Idee, die mir gerade einfällt. Ich glaube, das sind Kataloge mit Tattoo-Vorlagen. Die sind mit nautisch und niedlich beschriftet. Und der dritte heißt einfach Ankermani. Ich will Toto nicht aufwecken. Das hebe ich nicht auf. Hm. Ob die Nest sich inzwischen beruhigt hat?